Hallo, heute mal wieder ein Do-it-yourself aus dem Wohnwagen. Um genau zu sein, wie ihr seht, aus dem Klo. Hier, als wir ihn gekauft haben, gebraucht, fehlten diese beiden Türen hier. Reinstellen ist auch so möglich. Bloß während der Fahrt die Sachen drin lassen ist natürlich schwierig, weil Kurve raus. Insofern etwas problematisch. Wir würden natürlich die Sachen, wo wir da reinstellen, zu Hause schon auch während der Fahrt drin lassen. Beim Ersatzteilehändler meines Vertrauens nachgefragt, leider für meinen Wohnwagen Baujahr älter als 2002, zumindest Erstzulassung 2002, bekomme ich diese Türen nicht mehr. Also müssen wir kreativ werden und das zeige ich euch jetzt. Und weil gerade kann ja jeder und das Ganze ja gewölbt ist, habe ich mir im ersten Schritt einfach mal zwei solche Pappschablonen ausgeschnitten. Ups. Die ziemlich genau. Ups, der Wölbung des Ganzen entsprechen. Und jetzt müssen wir uns eine Schablone, noch eine Schablone bauen. So, jetzt wieder raus aus dem Scheißhaus und meine beiden Schablonen. Und mit diesen beiden Schablonen habe ich mir aus einem weiteren Karton und Klebeband den Karton oben so leicht eingeritzt, damit er sich schöner biegen lässt. Quasi ein Negativ der Tür gebaut. Und jetzt habe ich leider wieder einen Schritt ohne euch gemacht, weil ich hatte keine Ahnung, ob das vorher funktioniert oder vorher keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber hier erkläre ich, was ich gemacht habe. Und zwar, ich habe mir im Internet zwei Plexiglasscheiben bestellt. Idealerweise waren die genau in der Größe, wie ich sie gebraucht habe. Und die sind ja in der Regel auch erstmal gerade. Also für euch sieht es jetzt gerade aus, einfach weil ich keine 3D-Kamera habe. Aber die ist schon gebogen. Was habe ich gemacht? Also ich habe im Prinzip die Scheibe hier auf die Form an einer Seite festgeklebt. Dann steht sie erstmal hier so schräg rauf. Dann mit einem Klebeband im Prinzip die eine Seite leicht runtergebogen, damit sie hier so unter Spannung steht. Und dann mit dem Heißluftgebläse, also ein Föhn, glaube ich, bringt die Leistung nicht, aber mit dem Heißluftgebläse ging es. Immer so schrittweise die Scheibe ganz leicht langsam erwärmt, nicht zu schnell und nicht zu heiß, damit sie langsam weich wird und dann immer etwas mehr gebogen, bis am Ende die Scheibe ist so richtig schön hier ziemlich genau, also perfekt wird es wohl nicht werden, aber ziemlich genau dieser Wölbung entspricht. Und das habe ich, wie gesagt, weil ich ja zwei Türen brauche, mit zwei gemacht. Und wie wir das Ganze jetzt befestigen, das machen wir jetzt. So, ich habe es jetzt mal befestigt mit zwei Scharnieren. Oben, unten. Momentan nur befestigt mit doppelseitigem Klebeband. So, nachdem ich die Position der Scharniere ausgemessen habe und mit doppelseitigem Klebeband fixiert habe, muss das Ganze jetzt etwas verstärkt werden, weil doppelseitiges Klebeband ist auf die Dauer etwas zu flexibel. Und das machen wir hier. Da habe ich hier Wundermittel. Klebt bombenfest. Verlinke ich unten. Nennt sich von HG. Wie ist das? Werbung. Schweißnaht. Mit dem wird das Ganze auf Plastik bombenfest. Ich zeige euch das, wie wir das machen. Ich hoffe, das kriegen wir irgendwie hin. Schröder.
Und zwar hier Keine Ahnung. Flüssigkeit drauf tropfen. Immer ein bisschen Pulver. Das hält. Ups. Und das hält bombenfest. Jo, das machen wir jetzt mit allen vier Scharnieren. So, jetzt habe ich noch ein bisschen gebastelt. Knöpfe, Magnetschließer, oben und unten. Und ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Für das, dass es für diesen 17 Jahre alten Wohnwagen keine Ersatzteile mehr gibt, habe ich jetzt für relativ wenig Geld. Ich müsste lügen, aber ich glaube, mich hat jetzt eine so eine Tür, wenn ich jetzt mal Klebezeugs weglasse, Material. Irgendwas 20, 30 Euro gekostet. Und ja, es sollte auf jeden Fall, ich freue mich, wenn ich euch irgendeinen Ansporn gegeben habe, wie man selber im Wohnwagen etwas modifizieren kann. Wenn man keine Teile mehr dafür bekommt, baut es nach, baut was Ähnliches. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da oder einen Kommentar oder ein Abo. Ich freue mich über jeden, der wiederkommt und bei mir bleibt. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne und tschüss.